Nummer 11. Gemälde des wahren Jesus. Lange wurde behauptet, dass das verbreitete Bild von Jesus in Wirklichkeit das Gesicht von Cesare Borgia darstellt. Als Hebräer, der im nördlichen Israel in den Bergregionen lebte, könnte die verbreitete Darstellung von ihm nach Meinung vieler Historiker nicht real sein, da er das Aussehen eines Mannes aus dem Nahen Osten gehabt haben müsste. Heute ist es für viele immer noch ein Diskussionspunkt, ob im Vatikan eine Darstellung des wahren Aussehens von Jesus existiert und aus welchen Gründen sie versteckt gehalten werden könnte.